Meine Damen und Herren, ich werde in meiner Rede darüber reden, warum Rekolonialisierung hier die richtige Entscheidung ist, warum es nicht einfach reicht, sie finanziell zu unterstützen, warum NGOs hier nicht wirken können, warum Blauhelmsoldaten nicht hier wirken können und warum es keine legitime Alternative gibt. Das ist nämlich das, was Sie hier versucht haben zu sagen. Es gibt Legitimation in diesen Staaten und die können wir unterstützen und da müssen wir vehement widersprechen. Bevor ich dazu komme, 4 Punkte des Rebuttals. Erstens, der Punkt der neuen Abhängigkeit. Natürlich haben wir klargestellt, es geht, das oberste Ziel, was wir hier haben, ist, keine neue Abhängigkeit zu schaffen und das ist der direkte Widerspruch zu damals. Zweitens, unter dem Status quo haben wir ein System des Terrors in vielen dieser Länder, ein System der Instabilität oder einfach nur ein System, wo wir Strukturen haben, die sich versuchen, selber an der Macht zu halten. Da sagen wir, in der Abwägung ist das besser, wenn wir da ein bisschen Abhängigkeit in naher Zukunft riskieren, wenn es diesen Ländern langfristig gesehen besser geht und wenn wir an die Menschen in diesen Ländern denken. Wenn es denen besser geht, dann hilft ihnen da auch die Abhängigkeit in dieser Situation. Zweitens, zu den Alternativen habe ich schon angedeutet, diese demokratische Legitimation, die wir hier sehen. Ich rede zum Beispiel über den Kongo. Da haben wir zum Beispiel Denis Sassou Nguesso. Der ist seit 1997 an der Macht. Glaubt ihr tatsächlich, der hat das geschafft, dadurch, dass er sich immer wieder die Unterstützung der Bevölkerung durch Reformen gesichert hat? Nein, der hält sich an der Macht durch ein Drohpotenzial aus Angst und Gewalt fest und durch Betrug und Manipulation der Wahlen. Da frage ich mich ernsthaft, wie entscheidet ihr, wen ihr unterstützt? Das sehen wir hier an dieser Stelle nicht. Dritter Punkt des Rebuttals, die Akzeptanz der Bevölkerung. Und das sehen wir auch als einen kritischen Punkt in dieser Masse. Natürlich gibt es kein One-Size-Fits-All. Hier wurde eben Syrien reingerufen. Da sagen wir, Syrien ist zum Beispiel ein Fall, wo wir wahrscheinlich damit nicht Erfolg haben werden. Aber es gibt andere Staaten, zum Beispiel wie Mali, wo die Leute jetzt schon um unsere Hilfe rufen, wo wir jetzt schon zeigen, dass es möglich ist, da militärisch zu intervenieren, weil die Truppen schon tatsächlich da sind und dass es einen Bedarf gibt, Warlords auszuschalten. Und da hat Christina genau reingebracht. Wie würden wir da vorgehen? Wir würden Sicherheit schaffen durch militärische Eingreifen. Das heißt, wir müssen erstmal rein und dafür sorgen, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, hier kümmert sich tatsächlich um uns. Wir würden Strukturen erneuern, da haben wir nicht nur die Erfahrung, sondern wir können hier den Fokus anders legen, nicht auf Ausbeutung, sondern auf Unterstützung. Und dann können wir öffentliche Strukturen etablieren, wir können die Krankenhäuser verbessern. Das sind alles Dinge, die dafür sorgen, dass die Menschen Vertrauen in uns haben werden an dieser Stelle. Und dann können wir auch langfristig, wenn wir uns das in unsere Ziele reinschreiben, das Land wieder zu übergeben, dann ist es sicher, dass wir das auch übergeben können. Wir können vor allen Dingen lernen aus Afghanistan und anderen Situationen, wo wir schon als Weltpolizei im Einsatz sind. Der vierte Punkt des Rebuttals, die Ablehnung. Wir glauben tatsächlich, dass dieses Vertrauen durch Sicherheit schaffen wird. Und da gibt es diese zwei Gruppen. Die erste habe ich gerade schon angesprochen. Die Menschen, die akut leiden. Das sind die Menschen, die wir tatsächlich am einfachsten überzeugen können, indem wir erstmal Ruhe in den Karton reinbringen. Weil wir nämlich jetzt die Situation haben, dass die sich fürchten müssen vor verschiedenen Gruppen, wo wir nicht sagen können, es ist so einfach zu entscheiden, wer das ist. Und da ist es wichtig, dass wir nicht einfach nur Blauhelmsoldaten hinschicken, sondern müssen wir politisches Kapital mitbringen. Da müssen wir Ideen mitbringen. Das können wir nicht einfach von außen in diese Richtung schieben, sondern das müssen wir vernünftig machen und das müssen wir hier an dieser Stelle selber in die Hand nehmen. Zweite Gruppe sind die Warlords, die profitieren jetzt im Moment schon und zwar auf Kosten der Bevölkerung. Die wollen wir gar nicht erreichen, sondern die wollen wir an dieser Stelle stoppen und deswegen stehen wir heute hier. Ich komme zu meinem konstruktiven Material und werde sicherlich noch eine Frage der zweiten Opposition dran nehmen. Warum müssen wir hier kolonialisieren? Warum reicht es nicht einfach, NGOs zu unterstützen in dieser Situation? Da gibt es 6 Gründe, die ich hier ins Feld bringen möchte dafür. Erstens, Christina hat schon gezeigt, wie wir das machen. Wir glauben, dass wir das in einer sinnvollen Art und Weise machen, weil es eben darauf ausgelegt ist, dass wir dieses Land tatsächlich auch verlassen wollen. Das ist das Wichtigste an dieser Stelle. Zweitens, wir haben unter dem Status quo korrupte Strukturen. Das heißt, es reicht nicht einfach, Geld da reinzubringen. Das Geld versickert einfach. Wir können uns nicht aussuchen, wo wir das Geld hinbringen. Die Blauhelme können diese Strukturen nicht unterstützen, weil sie keine Policymaker sind, sondern weil sie eigentlich dafür da sind, Gruppen zu trennen. Und es reicht nicht, diese Warlords zu trennen, weil die sich einfach aufs Blut bekämpfen, weil sie dazu bereit sind, Kindersoldaten einzusetzen. Da haben wir so viele negative Beispiele. Und wir sagen, dass die NGOs auch nicht in der Lage sind, in solchen Krisenregionen zu agieren, weil die auch darauf basieren müssen, dass es Strukturen gibt, an denen sie sich orientieren können. Da sind NGOs am effektivsten. Und bevor ich zu meinen weiteren Punkten komme, nehme ich Jan Felix. Erklär mir doch bitte mal, warum wir Stabilität in diesen Ländern nicht auch durch eine militärische Intervention herstellen können und wie denn euer Antrag zu langfristiger Stabilität? Ich habe es eben schon mal angedeutet. Das schaffen wir dadurch,
nicht weil diese militärischen Strukturen, die wir da einrichten, keine gestaltenden Strukturen sind. Wir müssen versuchen, die Systeme da zu erneuern. Und da komme ich direkt zu meinem nächsten Punkt. Die Geschichte hält uns hier nämlich den Spiegel vor, aber wir können daraus lernen. Wir müssen nicht nur unsere Schuld erkennen, sondern wir müssen auch wahrnehmen, dass wir Fehler gemacht haben und versuchen, die wieder gut zu machen, und wir können davon von Recht erleben. Warum? Und das hat Christina auch schon erläutert. Wir haben profitiert davon, wir haben jetzt die Möglichkeit zu helfen, das heißt, wir sind in der Verantwortung, und wir haben schon mal in diesen Regionen für Stabilität gesorgt. Nur mit dem Problem, dass wir damals die falsche Intention haben. Was war das damals in der Kolonialzeit? Und damit bin ich beim nächsten Punkt, warum wir aus diesen Fehlern zwangsläufig auch lernen müssen. Das war ein Wettrennen, wenn wir ganz ehrlich sind. Es war ein Wettrennen zwischen den westlichen Mächten. Wir müssen noch irgendwo ein Stückchen Land bekommen. Ach scheiße, jetzt haben wir dieses Land, jetzt kreieren wir hier einen Staat. Aber dass wir diese Staaten in diesen Regionen kreiert haben, das bringt uns dazu, dass diese Failed States auch aus diesen Staaten, die wir kreiert haben, hervorgegangen sind. Deswegen sind wir hier in der Verantwortung. Und zweitens können wir aus diesen Fehlern lernen, weil wir auch jetzt im Status quo uns in Situationen auffinden, wo wir als Weltpolizei agieren wollen, wo wir schon versuchen, zum Beispiel in Afghanistan Strukturen zu schaffen und zum Beispiel die Polizei auszubilden, das Militär auszubilden, die Krankenhäuser, in den Krankenhäusern Ärzte zu verbessern, die Situation vor Ort. Wir haben so viele Fälle, die wir vergleichen können, wo wir sagen können, daraus können wir lernen und das können wir versuchen. Klar funktioniert das nicht immer, wir sagen nicht, dass das überall funktioniert, aber wenn die Länder schon nach uns rufen, dann müssen wir das machen. Und weil hier die Intention eine ganz andere ist, glauben wir, dass wir tatsächlich hier eine Chance haben. Christina hat klar gemacht, dass Kolonialisierung schlechter und dass es richtig war, dass wir aus diesen Ländern rausgegangen sind. Aber die Art und Weise, wie wir es getan haben, hat dieses Land eigentlich in eine Abhängigkeit gestürzt, die dafür gesorgt hat, dass diese Länder scheitern. Und mein letzter Punkt, warum wir das tatsächlich machen müssen, ist, weil es nicht immer gut ist, von außen als der Gutmensch dazustehen. Dieses, wir geben euch Almosen, hier, macht was damit, ihr kriegt das doch alleine hin. Sondern es spiegelt unsere Verantwortung nicht wider, die wir in diesem Fall haben, wenn wir einfach nur von außen das aufoptrieren. Sondern wir sehen uns hier in der Pflicht, tatsächlich in diesen Ländern direkt zu helfen, weil wir sie kreiert haben, weil wir verantwortlich dafür sind, dass diese Regionen in solchen Krisen sind. Deswegen sprechen wir uns hier dafür aus. Was wir von der Opposition heute bisher gehört haben, ist eins, dass wir die Bevölkerung nicht überzeugen können, das können wir, und dass sie glauben, sie könnten was anders machen. Es gibt da Strukturen, die sie unterstützen können. Das gibt es leider nicht überall, und da, wo es das nicht gibt, da, wo wir eine Verantwortung haben, da müssen wir agieren, und das tun wir hier.